dass mehr als drei Viertel der großen deutschen Unternehmen gut durch die Krise gekommen sind und auf Vorkrisenniveau weiter investieren wollen. Das ist zunächst mal ein sehr positives Zeichen. Das betrifft aber insbesondere die großen deutschen Konzerne. Wenn wir etwas genauer schauen, ist es gerade in Branchen, die in der Transformation befindlich sind, schwieriger, also zum Beispiel im Bereich Auto, Pharma oder Chemie. Und auch wenn wir auf die kleineren und mittleren Unternehmen schauen, dann sehen wir, dass diese häufig weit stärker von der Krise betroffen sind, gerade was die gestiegenen Rohstoffpreise oder auch gestörte Lieferketten angeht. Hier wird man sicherlich in der Zukunft eher umgekehrt sehen, dass Eigentümer bereit sind zu verkaufen. Aus Gesprächen mit unseren Mandanten wissen wir, dass das Interesse an strategischen Transaktionen in vielen Branchen weiterhin besteht. Das betrifft insbesondere die Branchen mit nicht zyklischem Geschäft, wie etwa Infrastruktur oder auch der Bereich der erneuerbaren Energien, die ja ohnehin derzeit einen wahren Boom erleben durch die aktuelle Energiesituation. Daneben bleiben die großen Megatrends, wie etwa ESG oder auch Digitalisierung. Die werden weiterhin für M&A-Aktivität sorgen. Wenn wir auf die Investoren selbst schauen, wird der Anteil der PE-Investoren am Gesamtmarkt weiter steigen. Diese sitzen weiterhin auf immensen Investitionsmitteln und suchen gerade händeringend danach, im Public- oder im Private-Bereich M&A-Ziele zu finden. Das insgesamt wird dazu führen, dass ihr Anteil am Gesamtmarkt noch weiter steigen wird. Wir empfehlen Unternehmen bei strategischen Zukäufen insbesondere die dynamische Sanktionsgesetzgebung genau im Blick zu behalten. Zum einen kurzfristig, aber dann eben auch mittel- und langfristig. Was heißt das für meine Transaktion? Daneben wird das wichtigste Thema in den nächsten Monaten sicherlich die Finanzierung von M&A-Transaktionen sein. Hier gilt es für Unternehmen, die Zinswende im Blick zu behalten und zu sehen, was bedeutet das für meine Unternehmensfinanzierung. Sicherlich kann man jetzt schon sagen, dass Transaktionsfinanzierungen teurer werden und auch, dass die Banken genauer hinschauen werden, vielleicht als sie das in den letzten Monaten getan haben. Für die Käufer selber bedeutet es ebenfalls, dass sie besonderen Wert auf die Due Diligence legen sollten und hier auch wirklich zeitliche Ressourcen einplanen sollten, um die bestehenden Risiken zu erkennen und dann auch in der Dokumentation abzusichern.